Es war alles andere als ein normales Rededuell zwischen zwei Politikern im Landtagswahlkampf, allein schon aufgrund der großen Aufmerksamkeit vor dem Schlagabtausch zwischen Thüringens CDU-Chef Mario Vogt und dem rechtsextremen AfD-Landeschef Björn Höcke auf Welt-TV. Und nicht zuletzt auch, weil es ohne denjenigen stattfand, dessen Job die beiden haben wollen, Thüringens amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei. Ja, was kam letztlich dabei heraus? Zum Erkenntnisgewinn dieses TV-Duells Holger Körner. Am Anfang stand ein Schlagabtausch im Internet, dann forderte Mario Vogt den umstrittenen AfD-Spitzenmann zum Fernsehduell. Ein Streitgespräch ohne den Mann, der Thüringen regiert, Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei. Er kritisierte das Duell. Höcke, der laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden darf, verachte kritischen Journalismus, so Ramelow. Auch nicht gegen die CDU. Ich finde es deshalb problematisch, genau diesem Herrn Höcke nun bei einem Sender eine Bühne zu bieten, der für ihn genauso Teil der Systempresse ist wie nahezu alle anderen Qualitätsmedien. Rückendeckung für den CDU-Mann Vogt hingegen kommt von der Bundespartei aus Berlin. Ich persönlich war immer schon der Meinung, dass wir die AfD inhaltlich stellen müssen. Ich meine, seit Jahren hat man es nicht gemacht, also besser ist es nicht geworden. Und die fabulieren Dinge, dass Deutschland austreten soll oder zumindest es eine Abstimmung geben soll in Deutschland über den Austritt Deutschlands aus der EU. Was das für Auswirkungen hat für den deutschen Mittelstand, das müssen wir doch thematisieren, anstatt es einfach zu negieren und von Brandmauern zu reden. Nein, richtig ist, wir müssen sie inhaltlich stellen. Zum Auftakt das Thema Wirtschaft. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Ja. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU. Der Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Dann ging es um das Unwort des Jahres und AfD-Vorhaben Remigration. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes. Also aber dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch? Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Heißt es dann 1, 2, 3 raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell, mehrheitlich vom Volk verabschiedet. Nein, nein, völkisch, bei der AfD kein Problem gilt, mit dem Begriff egal Volk. Was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Rund 75 Minuten ging der Schlagabtausch der Medienpsychologe Professor Rothmund mit einer ersten Einschätzung. Mario Vogt geht nicht als strahlender Sieger aus diesem Duell hervor, aber er ist auch nicht krachend gescheitert. Ich glaube, es gab Passagen, in denen er sehr gut aussah, es gab Passagen, in denen er sehr gelitten hat, weil er diesem rhetorischen Feuerwerk von Höcke auch nicht immer etwas entgegenzusetzen hatte. Das Duell von Erfurt, ein Talk, der auch in den nächsten Tagen für Gesprächsstoff sorgen dürfte.